So. Ich kann das gar nicht mehr. Doch, so und dann. Voll eklig. Riecht ja wieder Link. Who's that Pokémon? It's Pokéminati. Hi! Ein Display, zwei Pokéminaten und ein Opening. Hallo. Wenn wir nicht immer so viel Blödsinn vor den Videos machen würden. Ja, aber das macht es irgendwie aus, oder? Würde es vielleicht auch hinbekommen. Egal. Ja. Ich habe da so ein Display-Maskerade im Zwielicht. Und idealerweise ist der Grund, wieso wir das jetzt aufnehmen, ein Video davor passiert. Ja. Und zwar genau hier verlinkt. Ja, oh, da bin ich mal gespannt, ob du das machst. Der Hintergrund ist, warum wir das Ding nochmal zerreißen. Es gibt sehr gute und wertvolle Karten. Ja. Und wir schauen ja ab und zu mal, ob sich das lohnt, so ein Display zu kaufen. Und ob sich der Wert der Karten dann vergleichen lässt mit dem Preis der Karten. Des Displays natürlich. Also quasi sowas wie Pay the Box, ne, in der Richtung. Genau. No. Aber wir nennen es halt, lohnt sich das? Lohnt sich das? Mühlhausen Edition. Müll. Aber bei uns kostet ja ein Display seit geraumer Zeit 130 Euro, was ich finde ein sehr guter Displaypreis ist. Deswegen es gibt schon ist das das Ziel. Ne? Die hauen das natürlich irgendwie gefühlt für ein EK raus. Ja, geschenkt. Da sage ich mal Respekt an die, die es sich erlauben dürfen. Ist nicht viel. Ist ein super Preis. Ja. Wenn du mal so 2-3 Jahre zurückgehst, wo wir hergekommen sind und wo wir jetzt gelandet sind. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das muss man auch sagen. Das ist okay. Zwar machen wir jetzt halt langweilige Videos mittlerweile, aber... Nee, qualitativ minderwertig, meinst du? Das ist einer für mich gleich. Ach so, okay. Was hättest du gerne? Ich hätte von vornherein schon mal... Ich hätte ganz gerne tatsächlich das Quajutsu. Echt? Und Evoli. Die zwei. Ja, bei Evoli bin ich bei dir. Und warum auch immer hätte ich gerne den dicke Freunde knuspeln geholt. Hätte ich gar nicht gern. Einfach nur... Weil denn der ist ja aufgrund dessen, so. Weil er als Spielstark ist, wertvoll, ne? Nicht, weil es eine schöne Karte ist. Sadik einfach. Das ist natürlich wieder eine andere Nummer, ne? Aber Späßle. Ah, gönnen wir, oder? Ja, ja, na klar. Sonst sammeln sich die Dinger bis ins Unendliche. So. Übrigens, das Video nehmen wir dann auf und es kommt raus. Ne, also bedeutet, Spanien ist Europameister? Genau, ja. Spanien ist Europameister. Und zwar während der ersten und zweiten Halbzeit. Es gibt keine Verlängerung und kein Elfmeterschießen. Oh, Full Art. Die andere wäre besser gewesen. Ja, die ehemals Alternative, ja. Jetzt muss ich natürlich wissen, dass glaubst du das auch? Nehmen wir aber im Vorfeld natürlich auf. Ne? Das Finale ist erst übermorgen. Aber ich gehe davon aus, also Spanien hat so ein starkes Turnier gespielt. Man mag jetzt manche Aktionen gut gefunden haben oder nicht, aber das ist halt, die waren von Anfang an da, ne? Und es wäre entweder Deutschland oder Spanien gewesen. Das ist jetzt nochmal, das ist off-topic jetzt ein bisschen Fußballgebabbel. Ja. Warte, ich habe nochmal ein Video gesehen von dem Spanier, der einen Handball gespielt hat. Kukurilla oder wieder. Und dann siehst du, von einem Handy wurde es aufgenommen, siehst du, wie der das Handspiel macht. Bleibt stehen. Ja, ja, ich weiß. Dann sagt der Schiri ja nein, nein und er macht so. Ja, ja, das war gut. Das ist mega einfach so. Der guckt so. So weißt du, er tappt. Ja, eben so. Scheiße. Oh, not. Oh. Okay. Okay. Nehme ich mit. Also nehme ich mal an, wenn der Herr Taylor gesagt hätte, Elfmeter, wäre es zu Recht gewesen. Ja, weil safe, natürlich. Der Spieler ist ja auch da. Wie heißt der? Kunkus Taylor oder so? Kukurella oder so irgendwie. Kukurella, ja. Oder Vuvuzela. Ja, Vuvuzela, genau. Ja, ja. Südafrikaner eigentlich, ja. Was ja, ist mein Lieber. Aber da können wir uns lang streiten. Ist so, wie es ist. Und gut. Aber ich bin froh, dass wir zumindest mal wieder über die Gruppenphase hinaus, ne? Da, ich habe ja nicht mal daran geglaubt, bin ich ehrlich. Doch, ich schon. Aber ich finde es auch gut, dass man ein ordentliches Fußball spielt. Ne? Das ist halt der Nagelsmann. Beim Nagelsmann ist halt manchmal nur das Problem, dass der die Leute zu hype. Ne? Das kann sein, dass du dann in so ein richtig tiefes Loch fällst, wenn es dann doch nicht so klappt. Oh, aber die falsche Gemma, ne? Die falsche Gemma. Die war nicht mal in der Top 10. Tut mir leid. Man in the mirror. Er bemühte sich stets. Ja, super. Jetzt haben wir schon zwei Full-Arts. Entschuldigung, ich werde mich bessern. Aber halt nicht die, die man wollte, ne?
Vor allem, wenn wir die Videos noch ein bisschen qualitativ hochwertiger machen wollen, wäre so die Reihenfolge ganz, ganz nice eigentlich. Dass man aussieht, wie die gezogen worden sind. Ist ein bisschen. Weil irgendwo hier, warte mal, irgendwo hier müsste ja die ehemals 130 Euro stehen, die jetzt wahrscheinlich bei. Ah, lässt du sie runterziehen? 100, nicht hoch, dann. Ah, hoch. Ja, hast recht. Und der Lux Dra. Also, es hat mal 130 gekostet tatsächlich und wir ziehen jetzt hoch und schauen, wie viel von den 130 wir da wieder rausholen. Und da sind wir mal knapp dran vorbei, ne? Wenn das jetzt quasi die richtig gewesen wären, die, dann wäre es sich wieder bezahlt. Fast schon, ja. Ne, bei der sowieso. Genau. Ja, ja, klar, natürlich. Bei der Gemma wäre alles bezahlt. Dann wäre der Schinken gut bezahlt, sag ich dir. Schade. Sandan. Das Gemeindehausen Mühlhausen. Kürtel. Kürtel. Ja. Was meinst du eigentlich zum. Was das Gemeinde in. War wo? Gemeindehausen Mühlhausen. Mühlhausen, ja, okay. Ne, was meinst du eigentlich zum. Eboli-Set mit Terragastan? Oh. Boom. Das könnte was merken. Denkst du aber, das wird so Drachenwandel-Stil oder denkst. Das könnte passieren, ja, Mann. Also, ich bin mal gespannt auf das Japanische erstmal, ne? Ja. Das wird bestimmt abgehen. So, wie wer war Shiny Drescher damals, glaube ich. Shiny Drescher, wo auch so abging bei uns in Waldangeloch. War das Shiny Drescher? Ich bin überfragt. Wo wir Scott Pack gezogen haben. Für Emilian. Das war auf jeden Fall das Set, wo Crown Zenith danach, also der deutsche. Shiny Drescher ist das aktuell, was wir da hinten haben, oder? Ich glaube schon. Ah, da war's. Shiny, wie ist das? Oh Gott, ich weiß nicht mehr, die Dinger. Also wir hatten auch die Gelben da, die hatten wir auch. Nee, das Gelbe war es nicht, aber das davor oder danach direkt, vor dem Gelben. Ist das Shiny Fausta oder so? Shiny Fausta ist das Gelbe, glaube ich. Ah, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, das wird gut reingehen, ja. Vor allem, spannend. Ist Eboli ja sowieso so ein, kaum redet man über ihn, ne? Eboli sehr beliebt und auch halt alle Entwicklungen dazu. Und wenn es da jede Karte gibt, ne, so als V und als X natürlich und als SIR und als. Ach Gott. Mashallah Art. Ja. Auch die falschen. Auch die falschen. Da könnte es wieder passieren, dass die Preise dann bei den japanischen Displays schwanken wie. Wie hoher Seegang, Wellengang. Oder? Aber von den Astrena-Karten war bei dem Video nichts in den Top 10, ne? Nee, leider nicht. Es gab zwar eine oder zwei, die ein paar Tacken mehr wert waren, aber halt keine 25 mehr, so wie damals am Anfang. Gab es, glaube ich, eine, die 20 Euro wert war. Aber dadurch, dass die halt zweimal mindestens immer drin sind, ne, pro Display, erledigt sich das irgendwann. Und beim Set Stellagro habe ich gesehen, da dreht sich sehr viel ums Essen. Ja, habe ich heute auch. Schieb die mal ein bisschen hoch hier. Dann haben wir wieder unten eine Reihe Platz. Aber ist ja nicht schlecht. Du meinst, dass es sich die das Thema Essen dann, dreht, ja? Ja, die Artworks sind dann wenigstens so ein bisschen lustig. Ja, 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 ja. Ja, falsches Gewürze. Jetzt haben wir alle Karte gezogen. Alle, geholt, ne? Aber wir wollen. Nicht in der richtigen Wertigkeit, ja. Warte mal, wer hat das Display ausgesucht? Wo sind wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 8, 9. Da kommt noch was. Soll ich jetzt bei dir weitermachen, da? So. Yes. Also, 3 bis 5 Hits müssen aber noch kommen. 3 Hits und noch 2, 4. Mindestens. Ja, ne, weil das wäre ja. Das ist ja ein der mindestens waren es, glaube ich, immer 12 Hits. Bei uns Mindestbestellwert 150 Euro. 1000 Euro. Also Artworks von den Karten sind schon cool, ne? Bringt ja nichts. Ja, nicht mehr so lange, da sind wir ja auch schon bei Nebel der Sagen, ne? Anfang August. Ist nicht mehr so lang. Oh, aber die war ein bisschen besser, oder? Ja, die ist zwischen 10 und 20, glaube ich, kommt. Die kommen dann, glaube ich, nach der 11, dann, ja. Nach 11, 12 kamen die dann auf einmal. Und mal so eine goldene noch zwischendrin von denen.
Ja. Ist aber in Ordnung, würde ich sagen. Stollag, auch schönes Artwork. Wird wahrscheinlich auch so um die 5 Euro wert sein. Ich hoffe. Ja, es muss schon ein bisschen läppern. Meine, sonst, ja, jo, muss. Sonst nichts gelohnt, diese. Müssen wir nochmal aufnehmen. Dann gibt's neues Video. Kommt in den Recycle-Bin. Mhm. Aber so, dass man es nicht mehr wiederherstellen kann. Dem Eraser. Ah, kenne ich jemanden, der löscht doppelt. Mhm. Oh je. Fatali Licha. Jetzt haben wir, glaube ich, den Mindestwert. Aber das Ding ist natürlich, trotzdem hast du ja noch. Ja, du hast noch 4, ich habe 4. Also jetzt 5. Wegen 14, 15, 16 jetzt. Weil es wäre natürlich jetzt schade, wenn da gar nichts mehr kommt, ne? Für das Ende, das letzte Drittel des Videos, wäre es jetzt dann etwas teurer. Langweilig, ja. Aber vielleicht hältst du auch das Spannungspunkt hoch, ne? Kommen noch mehr Hits. Ja, ey, das sind noch mit deinem jetzt 8 Stück, ja. Ich sag ja, deswegen würde mich wundern, wenn da jetzt gar nichts mehr käme. Also wundern würde es mir nicht, aber schade, wenn ich es finde, weil... Comedy und nach der Reihe müssen wir noch voll machen. 4 Hits. Ja, mit Bullkarte. Gar kein Problem. Mit Bullkarte kannst du voll machen. Da, apropos Bulk-Karten, da fällt mir gerade ein, der Thorsten hat mir erzählt, dass er die Pokémon-Karten, die der Nachwuchs sammelt und nicht braucht, aha, da haben wir noch einen, ans Kinderhospiz spendet. Das fand ich ganz cool eigentlich. Ja, wenn die damit was anfangen können, dann ja, ist das... Was, wenn man ja mal fragt, ne, oder der keiner wollt, da hieß ja, nö, nehmen wir nicht. Von daher... Manche, oh, yes! Aber die ist gut, ne? Oh, aber die war auch in den Top. Nee, aber ist trotzdem cool. Also. Aber die ist geil, ja. Hätte jetzt aber auch die andere Altart sein können, ne? Ist schick, muss ich dir sagen, wie es ist, ja. Und wir kommen aber den 16 näher, mein Lieber. 14. Ich glaube, Instagram war schon auch ein vernünftiges Display, ne? Ja, sagen. Ihr seht es ja hier, ne, den erspielten Wert. Wir sind da noch so ein bisschen unwissend, aber da wir unsere Videos auch selbst anschauen, ne, weil wir selbst verliebt sind und so. Ja, ich schaue alle unsere Videos, alle. Echt? Immer, ja. Da ich sie halt schneide, schaue ich sie mir nicht mehr an. Ja, gut. Aber Katapult war es auch. Der kostet 7,50, mein Lieber, ja. Das weiß ich sogar, weil wir die heute fresh verkauft, nee, oder gestern fresh verkauft haben auf unserem Card-Market-Account, der unten verlinkt ist. Ja, stimmt. Leider nichts mehr. Nichts mehr, okay, dann war das jetzt, glaube ich, Hit Nummer 15. Dann würde ich gerne die untere linke Ecke noch voll machen. Dann wäre es aber so eine 10er Karte wäre schon nochmal. Ah, die fehlt. Ne, ein Arsch. Ja, aber es gibt zwei. Immer zwei. Ah. Nicht immer. Ah, ja, ist es Matthias Info? Oder? Nein, ich bin auch der Überzeugung, dass es immer zwei gibt. Also ich sage jetzt, die ist da drin. Dann bin ich mal gespannt, mein Lieber. Es war bisher, wenn wir Crown Sandy, würde ich sagen, Maskerade aufgemacht haben, hatten wir immer zwei. Aber wir hatten manchmal die Art, alle Arten. Schon vorbei. So. Okay, dann haben wir ein Error-Display. Blödes Display. Nee, von der Hit-Anzahl mega, weil wir haben jetzt 15, ne? Ja. Ich glaube, der Schnitt war immer so 12 bis 14. Ja. Wir sind eins drüber. T-Skyl. Leider ja, nicht in den Top 10. Das wissen wir ja. Die Cash-Qualität hat jetzt nicht so gepasst. Ne? Dazu muss man sagen. Gut, ihr seht, wir müssen noch hochrechnen. Ich würde sagen, in diesem Sinne. Gerne mal einen Kommentar noch da lassen. Gell? Kurz auf den Nuss. Also, tschüss. Tschüss. Here we go, again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end.